Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Spider-Man 2. Wir sind jetzt hier mit Miles weiterhin unterwegs und gucken uns doch hier das schöne Museum mal an. Wir haben hier einiges zu gucken offenbar. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier nach links und schauen uns das Schlagzeug an. Schlagzeuger Clyde ja, Stubblefield. Echt funky. Den Typ muss ich mir mal anhören. Schlagzeuger Clyde Stubblefield schuf einige der einflussreichsten und am häufigsten gesampelten Funk-Rhythmen, die je aufgenommen wurden. Seine Schlagzeugmuster legten nicht nur für die Funk-Musik, sondern auch für einen Großteil des Hip-Hops den Grundstein. Guck mal, hier lernen wir richtig noch was, ne? Können wir hier uns die Gitarre ansehen? Nee, sieht nicht so aus. Dann... Oh je, wo wollen wir zuerst hin? Die können wir uns auch nicht angucken. Okay. Hier gibt's Schuhe zu sehen. Sagt mal jetzt was dazu? Ich glaube, Abuela hatte ein Buch über sie. Sie ist mir zu Hause an. Die Tänzerin, Sängerin und Komödiendarstellerin Florence Mills erlangte nach ihrer Rolle in dem Broadway-Hit-Musical Shuffle Along aus dem Jahr 1921 große Berühmtheit. Als entschiedene Verfechterin der Gleichberechtigung von Afroamerikanern war sie eine einflussreiche Identifikationsfigur und riss zahlreiche ethnische Grenzen nieder. Oh, schön. Tja, was haben wir da? Ach, Genki! Hey! Hat wohl alles geklappt. Das Museum ist spitze. Es gibt so viel Musik, die ich jetzt hören will. Nicht wahr? Richtig inspirierend. Wollen wir morgen mal frühstücken? Erzähl ich dir von meinen Musikideen. Klingt nett. Na klar. Ich sehe mich jetzt noch etwas um. Ich freue mich auch schon auf mein Frühstück. Das habe ich mir dann echt verdient, naja. So, was haben wir? Da, ein Rock, ne? Zeig mal. Oder wollen wir zuerst zu dem Großen hier? Guck mal, gucken wir uns das an. Ich hoffe, ich kann das eines Tages auch von mir sagen. Die in Trinidad geborene Amerikanerin Hazel Scott war ein Ausnahmetalent und eine Virtuosin am Klavier und erhielt bereits im Alter von 8 Jahren ein Stipendium für die Juilliard School. In den New Yorker Nachtclubs der 1930er und 40er wurde sie zu gefeierten Jazz- und klassischen Pianistin und Sängerin. Als erste schwarze Frau Amerikas mit einer eigenen Fernsehshow nutzte sie ihre Präsenz, um sich für die Bürgerrechte stark zu machen. So starke Menschen hier überall, ne? Sehr cool. Was ist das? All das? Und sie war Geheimagentin im Kampf gegen die Nazis? Josephine Baker, ein Vorbild. Josephine Baker war ein wahres Multitalent. Als Entertainerin, Bürgerrechtsaktivistin und während des Zweiten Weltkriegs auch Geheimagentin der französischen Resistance faszinierte sie ein weltweites Publikum. Sie spielte 1927 als erste schwarze Frau eine Hauptrolle in einem großen Kinofilm und sorgte auch mit ihren Auftritten im Folies Bergères in Paris für Furore. Gelegentlich wurde sie von ihrem zahmen Gepard begleitet. Ein zahmer Gepard? Das glaube ich ihr nicht. Das glaube ich ihr nicht. Nein, nein, nein. Sowas gibt's nicht. Okay, da können wir nichts gucken. Wir haben hier noch was. Oder jemanden. Miles, ist es hier nicht toll? Ist schön, ja. Ich muss gestehen, dass ich noch nie hier war. Aber nachdem ich vom Raubüberfall hörte, wollte ich mal vorbeikommen. Angeblich hat sich der Typ ja eingeredet, dass das Zeug rechtmäßig ihm gehört. Verrückt, was manche Leute sich einreden können. Das Gehirn ist spannend. So, da können wir auch nicht gucken. Guck mal, das steht hier ganz offen, ne? Ohne Glas. So, dann gehen wir noch zu dir rüber. Hey, Sie haben geholfen, das Saxophon zu finden? Ja, ich durfte es halten. Bird entlockte Wunder aus dem Metallteil. Mein Dad liebte Charlie Parker. Er wäre froh zu wissen, dass das Saxophon hier für alle zu sehen ist. Und sie womöglich zur Musik zurückführt. Ja. Musik ist Magie. So, dann gehen wir mal weiter. Hier gibt es anscheinend noch mehr für uns. Aha, Tatsache. Es gibt noch mehr für uns. Uff. Da sagt er nichts zu? Okay. Langston Hughes. Auf der Lennox Avenue im Dunkel der Jetzt Nacht. Sagst du was. Vom Schein der Gaslaterne zutage gebracht. Schwingt er von Haus zu Haus. Schwingt er von Haus zu Haus. Der Text gefällt mir. Okay. Langston Hughes schrieb Gedichte, Bühnenstücke und Romane und besaß während der Harlem Renaissance großen Einfluss. Er schrieb für und über die afroamerikanische Bevölkerung im Stil einer
afroamerikanischen Kunstform Jazz. Seine Worte ahmten die für den Jazz typischen Swing, seine Rhythmen und Wiederholungen nach. The Weary Blues von Langston Hughes. Das lese ich euch jetzt nicht vor. Mein Englisch wollt ihr nicht hören hier so viel. Das sparen wir uns. Ja, was haben wir da? Kann ich das? Kann ich das? Oh, jetzt. Kunst und Musik können wirklich etwas bewirken. Claude McKay war ein Dichter und Schriftsteller sowie intellektueller und politischer Aktivist, der in den 1920ern zu einer Leitfigur der Harlem-Renaissance wurde. Seine Gedichte feierten die jamaikanische Kultur und lehnten sich gegen den Rassismus auf, den er nach seiner Ankunft in den USA erlebte. So. Oh, wir können hier noch reden. Hi. Oh, wir hatten auf dich gehofft. Das ist schön. Wow, deine Mom ist echt was Besonderes. Das ist sie. Kaum zu fassen, dass er sich als Spender ausgab und dann das Museum ausraubte. Gott sei Dank wurde er erwischt. Ganz genau. Das Zeug gehört hierher und nicht in das Penthouse eines Mannes, wo nur er es sehen kann. Mhm, das stimmt. Da haben wir recht. Ui, ein ganz großes Bild. Sehr schön. Okay, was haben wir hier? Es ist echt cool, wie manche Leute Musik machen und gleichzeitig die Welt retten. Gabriel Jones war in Harlem der 1930er Jahre ein begnadeter Jazz-Trompeter. Der ehemalige Schüler von Danny Drummer Bellarmine blieb auch danach noch mit dem Musiker befreundet und trat mit ihm auf, bevor sie im Zweiten Weltkrieg zum Geheimdienst der US Army ging. Bellarmine wurde von den Nationalsozialisten als Kriegsgefangener festgehalten und opferte tapfer sein Leben, um die Menschheit vor einem Virus zu retten, das diese freisetzen wollten. Jones diente später noch im Koreakrieg und legte eine lange und bemerkenswerte Karriere bei Shield hin. Interessant. Sehr spannende Menschen auf jeden Fall. Hi! Darf ich? Wartet. Wir kriegen's hin. Vielleicht von hier? Von hier. Angela, ich bin Miles, der Sohn von Stadträtin Morales. Miles, sie spricht die ganze Zeit von dir. Glückwunsch zur Ausstellung. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Dank deiner Mom und Spider-Man natürlich. Puh, dieses Viertel kann froh sein, die beiden zu haben. Ja, das stimmt allerdings. Wir haben da noch, aber wir gehen erstmal. Guck doch mal, er hat meinen Katzenrucksack bei sich. Aber ich meine, ihm gehört die Katze ja auch eigentlich, ne? Also muss man dazu sagen. Haben wir. Warte mal, was ist das hier? Da waren wir schon richtig. Nee. Hä, habe ich mich verlaufen? Ach, okay, wartet. Ja, ich verstehe. So halbwegs. Gehen wir erstmal zu ihm. Hey, Miles, ich wollte mir mal das Saxophon an seinem rechtmäßigen Platz ansehen. Nur dank dir konnten wir das Saxophon wiederfinden. Ach nein, nicht wirklich. Das verdanken wir Spider-Man. Dem Typ, nicht der Katze. Naja, das war halt Teamarbeit. Kraule deinem Spider-Man mal die Ohren für mich. Ja. Mach ich. Na, so ein liebes Kätzchen. Was haben wir hier noch? Hier kriegt man Kopfhörer, ne? Oder? Nicht jeder hat Kopfhörer. Ich dachte, es wäre so eine stille Disco. Nee, anscheinend nicht. Oh yeah. Mhm. Aha. Oh, wir gehen voll ab. Geil. Yeah. Aha. Okay. Das reicht, Miles. Das war sehr schön. Dann noch zum Saxophon. Was hier sehr schön in der Mitte aufgestellt ist, als Highlight. Wir müssen von hier ran. Beim Bebop zeigen die Musiker, was sie drauf haben. Eugene hatte recht. Das machen die MCs. Das muss genauer hinhören. Saxophonist Charlie Parker, auch Bird genannt, war an der Entwicklung des Bebops beteiligt. Dieser Stil eröffnete der Jazzmusik neue Möglichkeiten durch Tempoerhöhungen, komplexere Akkordfolgen sowie mehr Freiheit für Virtuosität und Improvisation. Ist ja unsere Mama. Da steht unsere Mama. Dann geh mal zu Mutti, oder? Sehr schönes Kleid hat sie an. Umsehen, bevor ich mit Mari da umgehe. Hä? Wir haben noch nicht alles gesehen. Warte mal, wir waren hier, wir waren da. Wir waren da drüben doch auch schon. Oder haben wir hier noch irgendwas? Nö. Hä?
Miles, was war's? Hä? Ich hab alles. Warte, ich probier's nochmal. Kann ich. Okay. Danke euch allen. Es geht. Herzlichen Dank. Angela erzählt, das Museum hat eine Rekordzahl an neuen Mitgliedern. Ernsthaft? Alles wird gut. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Mal. Jetzt hör mal. Was, wenn wir uns nächstes Mal richtig zusammentun? Ich mit eigenem Anzug. Ja. Ah, das wäre so cool. Vielleicht was Glitzerndes. Ah, stopp. Hör auf. Ich fände es super. Tanz mit mir. Oh. Bring mir Salz ab. Ach, wie schön. Meine Community, hier haben wir einen neuen Anzug. Wir kriegen doch jetzt einen neuen Anzug. Komm schon, gib mir einen neuen Anzug. Neuer Anzug. Neuer Anzug. Klang der Stadt. Mit so einem Hut. Okay, warte. Oh, zeig ihn mir. Wo ist er? Wo ist er? Oh, guck doch mal, ist der nicht schick. Der hat sogar neue, also der hat mehr, aber die sind nicht so schön, finde ich. Ich finde den. Guck doch mal. Ach, fein. Ja, den nehmen wir. Der hat Stil. Der hat eine schöne Spinne auf dem Rücken, einen schönen Hut. Finde ich gut. Was Neues, anderes haben wir nicht wahrscheinlich. Guck nochmal durch. Wollten wir hier irgendwas machen noch? Wartet mal. Was hatten wir hier jetzt? Ich glaube, da wollten wir... Wir hatten jetzt 11 Heldenmarken schon wieder. Dann können wir... Da brauchen wir, okay, da brauchen wir mehr Technikteile. Erhöht, oh, das ist gut. Für eine bessere Handhabung. Das können wir jetzt nicht mehr machen. Da können wir jetzt auch nichts mehr machen. Wunderbar. Ich glaube, wir brauchen für alles halt Teile. Sieht süß aus, wie er da jetzt mit den Klamotten sitzt, ne? Hat schon was. So, was müssen wir jetzt nächstes tun? Kriegen wir eine Quest? Sorry, MJ. Ah. Du wurdest unterbrochen. Hattest du was über Pete gesagt? Er ist auf dem Weg zu Dr. Connors Haus in Queens. Sei bereit, falls er Hilfe braucht. Ach ja? Hat Pete gesagt, dass du anrufen sollst? Also, nein, aber zwei Spider-Man sind wohl besser als einer, oder? Ja, klingt gut. Klar. Okay, danke, MJ. Klingt, als bräuchte er mich nicht. Vielleicht gehe ich einfach zu Haley. Okay, neuer Look. Was haben wir jetzt? Wir können das mit Miles machen. Oh. Nö. Dann gucken wir mal, was wir noch mit Miles machen können. Das ist alles schrecklich. Das ist alles schrecklich. Aber dann gehen wir mal darüber. Gucken vielleicht auch noch mal auf der Karte nach, was wir so haben. Ob wir irgendwo nett schnell reisen können. Und dann schauen wir mal. Irgendwann muss ich das ja eh alles machen, ne? Es wird ja nichts dran vorbei. Irgendwann kommt der Tag. Ach, guck mal, wie schön ich das mache. Eieiei, beautiful. So halbwegs. So, wo bist du jetzt? Warte, wo haben wir es? Wo war's denn jetzt? Ich bin doch hier richtig, oder? Muss ich da oben hin? Oder ist es schon losgeflogen? Ich bin gerade voll verwirrt. Muss ich nochmal herkommen? Habe ich was verpasst? Wie schalte ich denn das? Ah, okay. Interessant. Okay, jetzt wird's wieder lustig. Wir freuen uns. Ach ja, toll. Dann mal los! Und... Ich brauche Daten, um zu sehen, wen das Ding verfolgt. Oh ja, ja, stimmt, aber was? So ging das. Oh, das ist so anstrengend. Oh, das ist so anstrengend. Wir kriegen das hin. Oh, 10%. Nice. Oh, jetzt gut. Oh, oh, jetzt sind wir richtig drin. Okay, jetzt nicht mehr. Oh. Ja, 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 ja. Ja, ja, wir kriegen die 20. Wir kriegen die 20. Ich hoffe, man hat dafür unendlich Zeit. Das wäre voll nett. Oh, das wäre voll nett.
Das ist so anstrengend. Mein Hirn! Das kann es nicht. Ah! Ich schwitze schon wieder so hart. Uiuiui. Wie viel müssen wir davon eigentlich machen? Ein paar, ne? Ein paar. Oh ja? 50! 50! Komm! Gib mir die 50! Oh. 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 Was tue ich hier? Ich weiß es nicht. Es ist anscheinend ganz richtig. Oh, so liebe ich das. So können wir das die ganze Zeit machen. Ah! Oh, hat nicht wehgetan. Der hat uns voll die Beine gebrochen jetzt, ne? Das hält Miles aus. Miles ist Spider-Man. Gar kein Problem. Oh. Ja, ja. Wartet. Gleich haben wir es. Okay. Okay, wir sind wieder drin. 76. Nein! Schnell, bevor sie jemanden verletzt! Ja, warte. Ich gebe mir doch Mühe. Ja, das wird nichts. Das wird nichts. Ich schaff's nicht. Oh, das muss ich offline machen, Leute. Das muss ich offline machen. Los! Do it! Do it! Okay. Fertig. Das ist ekelhaft. Das ist richtig ekelhaft. So. Hinter wem war diese aufgepumpte Taube denn her? Elaine, Mattoon Jordan. Was will Craven mit einer Ingenieurin? Diese Drohne kann ihr nichts mehr tun. Sehr gut. Ich muss den Rest erledigen. Oh, sehr gut. Kann ich irgendwo sehen, wie viel ich brauche davon? Sehe ich das irgendwo? Nee, ne? Wird mir das angezeigt? Nee. Wäre nett gewesen. Vielleicht kann ich das irgendwo im Menü mir angucken. Wir wollen jetzt auf die Karte. Warte mal, wieso 26? Da ist doch jetzt was anders. Hä? Nee, oder? Gefühlt sind da mehr dazugekommen und ich habe es nicht gemerkt, aber... Nee, ich glaube nicht. So, nochmal auf die Karte. Wir sind jetzt hier. Das ist für Peter. Das weiß ich. Da könnten wir... Können wir da schnell reisen? Nee. Wie viel haben wir denn hier freigeschaltet? Uff, da brauchen wir noch ein bisschen. Da brauchen wir noch ein bisschen. Ach, da ist auch nochmal so eins, gell? Diese ganzen Sachen auf Zeit finde ich auch echt ätzend. Wirklich, wirklich, wirklich doof. Da können wir Schnellreise hinmachen. Ich weiß aber nicht, ob ich da jetzt einen Kopf für habe, mich daran zu versuchen. Hier können wir auch noch nicht schnell reisen. Das wäre noch interessant hier unten, aber da kriegen wir bestimmt auch nochmal eine Quest. Also es gibt wahrscheinlich Sachen, die ich offline mache, wie diese Sachen. Eventuell mache ich die halt wirklich offline, weil ich werde da richtig, richtig salty bei den Sachen. Das gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir das so ein bisschen noch hin. Da können wir schnell reisen. Das machen wir doch. Das ist noch was für Miles. Auf geht's. Hi. Was gibt's hier? Da? Jemand hat ihren Laden beschmiert? Ja, es war scheußlich. Bis jemand anderes gekommen ist und es übermalt hat. Ein so detailliertes Werk. Toll, dass das passiert ist. Das Geschäft hat noch nie so geboomt. Nein, gebrummt wie jetzt. Das ist wirklich schön. Falls Sie den Künstler sehen, richten Sie ihm meinen Dank aus. Hm. Hm. Hier ist sie. Du kannst dir selbst danken. Hey. Miss, danke für Ihre Dienste. Oh! Kaufe Blumen. Oh, das ist ja cool. Oh mein Gott, wie gut das ist. Man hört nichts mehr. Das ist so gut gemacht. Das ist so gut gemacht.
Da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Busy in the back of the store, sorry. Hm? Ja. Gehen wir mal hin. Dann legen wir mal los, oder? Untersuche das Graffiti. Schüttle und bewege den Kunden. Okay. Oh, das ist cool. Wir haben geschüttelt. Leicht drücken. Okay, ich verstehe es. Okay, wir schütteln. Und leicht drücken. Sehr gut, wir können ja eigentlich gar nichts falsch machen, würde ich sagen. Es ist ja schon fertig an der Wand. Und? Ja, sie hat Herzchen. Sehr schön haben wir das gemacht. Guck mal, es waren wir. Hä, wir können jetzt... Ach, guck mal. Können wir da einfach drüber springen? Sind wir so cool? Bam, ja. Wie kommen wir denn da rüber? Von hier nicht. Ich wollte gerade sagen, kann ich da was machen? Gehen wir mal hier lang. Hä? Wie kommen wir denn da rüber, Leute? Oder muss ich von der ganz anderen Seite kommen? Muss ich einmal außen rum gehen? Das kann sein, ne? Gehen wir mal, warte mal. Gehen wir hier lang. Upsala. Und gehen wir an der Straße lang. Ich kann ja mit ihr jetzt hier kein Netz schießen, ne? Vielleicht kommen wir von hier. Ich wollte die App gar nicht öffnen. Was erzählst du denn da? Kommen wir da von hier hin? Nein, wir dürfen nicht. Okay. Es ist uns nicht... Wie kommen wir denn darüber? Habe ich nicht genau genug geguckt? Vielleicht habe ich nicht genau genug geguckt. Vielleicht ist sie akrobatischer, als ich ihr zutraue. Müssen wir auf das Auto steigen? Nee, ne? Das wäre es ja jetzt. Nee. Okay. Müssen wir hier drauf? Nein. Können wir... Wo geht's denn? Ah, hier! Okay, alles klar. Alles klar. Jetzt, okay, jetzt sind wir da. Ich mag das mit den Graffitis. Ich will mehr davon. So. Wir dürfen nochmal. Wir schütteln. Hä? Oh, 4 Farben dürfen wir diesmal machen. Nummer 1. Kommt jetzt pink. Nee, jetzt kommt gelb und dann kommt pink. Okay. Und jetzt noch... Flup. Da hat es... Oh, guck mal, das ist auch schön. Sie kann das richtig gut. Da ist der Bösewicht, der hier alles zukleistert. Oh, wie kommen wir denn jetzt da aufs Dach? Das ist wieder eine gute Question. Okay, wir müssen darüber aufs Dach. Wo war das jetzt? Da. Da schläft einer. Warte mal. Warte, wie kommen wir denn darüber? Hier. Okay, I see. Da schläft ein Kätzchen! Da schläft ein Kätzchen! Oh! Ein Katzi schläft da. Oh! Schafft sie es? Oh Gott. Oh, please, achte auf dich. Iii. Oh nein! Hat sie sich wehgetan? Oh, ich muss ein bisschen besser auf sie aufpassen. Ach, guck, oh, wie es guckt! So richtig so, ah, jetzt hast du mich geweckt, du Wolle! Oh, okay, wir müssen der Katze hinterher. Ah, guck mal! Ah. Achso, warte so. Und dann R1. Bam! Oh Mann, ist das süß! Ich will mehr Katzen-Content. Ja! Oh mein Gott, guckt euch das an!
Es ist perfekt. Oh, es ist perfekt. Oh. Es ist so süß. Mit seinem kleinen Kuscheltier jetzt. Jetzt schreit es bestimmt die ganze Zeit durch die Gegend, so wie meine das immer macht. Wenn sie ihr Lieblingsspielzeug am Wickel hat. Wird es immer laut hier in der Wohnung. So, haben wir es. Sind wir gleich da? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Aber ich glaube, ich bin richtig. Wir benutzen einfach die Sachen, als hätten wir jedes Recht dazu. Wartet mal, müssen wir da runter? Ich dachte, wir müssen nach oben. Ich weiß gar nicht, wo ich bin gerade. Wo muss ich eigentlich hin? Ich habe die Orientierung verloren. Es wird schon richtig sein. Es wird schon... Komm, wir gehen mal einfach, wir folgen dem, was uns vorgegeben ist. Wird schon passen. Oh, kommen wir da vorbei? Da kommen wir gar nicht vorbei. Okay. Dann müssen wir hier lang. Ah ja. Das ist ja Quatsch. Hä? Ich verstehe gerade gar nichts. Von hier kommen wir. Kann ich hier irgendwo... Hä? Wir müssen doch aber da hoch, oder? Wieso check ich denn gerade nicht, wo ich hin muss? Weil das bringt uns nicht weiter. Das bringt uns ja alles nicht weiter. Also wir können die Treppe nehmen oder das Ding. Oder kann ich noch... Da gibt's da noch einen Knopf zu drücken? Nee, ne? Ich kann nur diesen einen Knopf drücken. Aber was bringt uns das hier? Was sehe ich wieder nicht? Wir müssen da vorne hin. Da. Hä? Können wir da... Nee, da können wir auch nicht. Hä? Ich verstehe gerade gar nicht, was mein... Was? Hä? Ich verstehe nicht, wo wir hin müssen. Wir müssen da... Da oben hin. Oder bin ich hier? Hier war doch gerade eben das Logo fürs Sprayen. Da oben. Da müssen wir hin. Wir gucken drauf. Gibt's doch jetzt gar nicht, dass ich nicht checke, wo wir lang müssen. Die Katze hat uns gar nicht geholfen, offenbar. Aber wieso sind wir der Katze denn gefolgt? Hier geht's ja nicht. Ich komme hier nicht mal mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Doch, jetzt. Wir müssen da nach oben. Es geht doch nirgends anders. Ich bin gerade voll lost. Es tut mir super leid. Ich verstehe gerade nicht, wo ich hin muss. Ich verstehe es nicht. Was übersehe ich? Muss ich den Baum hochklettern wie die Katze oder was? Ich muss halt dahin, wo die Katze hin ist. Ich kann doch nicht den Baum hochklettern. Nein. Das geht offenbar nicht. Ich kann auch hier die Treppe, kann ich hoch, aber das bringt mir nichts. Kann ich hier drüber? Das bringt mir auch nichts. Ich kann weder hier hoch. Mir bringt der Aufzug nichts. Kann ich hier irgendwo hoch? Nein, kann ich auch nicht. Ich muss die Treppe hoch. Das ist, ich muss hier, aber hier ist nichts. Hier ist nichts. Ich bin so verwirrt. Wieso geht's denn aber mit dem Aufzug nur? Ich muss doch nur eins nach oben mit dem Aufzug. Kann ich hier noch irgendwas drücken? Nö. Hier ist halt auch nichts, was mich weiterbringt. Hä? Ich check's gerade nicht. Wieso verstehe ich's gerade nicht? Hier komme ich ja auch nicht rüber. Das ist voll dumm. Wieso komme ich hier nicht raus? Ich muss einfach nur hier auf die Seite rüber. Oh, ich bin dumm. Okay, ich verstehe es. Ich hab's verstanden. Es tut mir so leid. Ich hab's verstanden. Soweit habe ich nicht gedacht. Ich hab's verstanden. Oh, Mann. Och, Mann. Es tut mir leid. Hasst mich nicht, bitte. Jetzt schaffst du es rüber, oder? Komm.
Die einfachsten Sachen sieht man manchmal nicht, ne? Oh, hallo, kleines Katzi. Och man, das ist so schön. Oh, ich lieb's. Ich lieb's. So, jetzt wieder die Frage. Wir müssen jetzt hier nach oben. Das kriegen wir hin, oder? Ja. Ah, okay. Jetzt müssen wir mit dem Stein wieder werfen. Bam. Okay, wir sind auf der richtigen Höhe jetzt, ne? Wir müssen jetzt hier hoch. Und da hoch. Und hey, was machst du denn da? Oh. Sie ist einfach so nett, ne? Sie ist einfach so lieb. Okay, wir sprayen zusammen. Das machen wir noch. Flupp. Und weiter schütteln. Oh, das ist viel Farbe. Oh, das ist viel Farbe. Aber es geht schnell. Okay, weiter schütteln. Und dann da runter. Ich frage mich, ob ich auch zu fest drücken kann. Ich drücke halt leicht, ne? Mit den adaptiven Triggern oder wie die heißen. Und das. Und jetzt noch einmal pink. Darunter. Und was ist raus geworden? Oh, das ist doch schön. Haben wir zusammen gemacht. Wundervoll. Ja, warum nicht? Dann lernt man sich halt kennen. Kayla heißt sie. Und da ist eine neue Freundschaft geboren. Hoffe ich, vielleicht. Das wäre schön. Wow. Du bist unglaublich. Weißt du das? Moment, Moment. Ich dachte, du bist hier, um Blumen für sie zu kaufen. Ich frag mich, ob sie liefern. Eine Blumenlieferung. Oh, die ist aber echt lang, die Schlange. Uiuiui. Und gesendet. Okay. Einfach. Ich hoffe mal, der Herbstsonnenstrauß gefällt Ihnen. Da sind wir wieder. Upsala, wir setzen uns mal wieder irgendwo hin. Boah, wie wär's mit da oben? Das ist ein schöner Ort. Noch ein Level-Up haben wir gekriegt. Da gucken wir aber... Stufe 30, die haben wir gebraucht, um Sachen freizuschalten. Aha. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Da würde ich aber sagen, war's das für diese Folge.
Ich danke euch allen fürs Zusehen. Ah, passiert da noch was? Wartet. Oh ja, es passiert noch was. Speech-Anruf mit Hayley Cooper wird gestartet. Die Kinder im Krankenhaus haben sich über die Blumen gefreut. Danke, Miles. Hey, woher weißt du, dass die von mir waren? Auf dem Etikett stand Bestellung für Musikman. Nicht sehr subtil. Oh, naja. Hey, ich finde es toll, was du für sie tust. Das ist echt cool. Danke. Du bist echt cool. Bis später, Musikman. Ach, süß. Okay, gut. Dann war es das für diese Folge. Ich danke euch allen fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüssi.